Ja, hallo, willkommen zurück zum Meister Detective Pikachu, Part Nummer 48. Ja, im letzten Part haben wir den Macho mal hier ein bisschen beim Transport hier zugeschaut, gell? Oh, der Charakter ploppt hier weg. Er ist ein Geist, er ist wieder da. ja, und hatten eigentlich schon die Ermittlungen zu weit vorangeschoben, sage ich mal. Aber ich glaube, wir müssen jetzt nochmal draufklicken, weil Pikachu hatte eben nochmal kurz was gesagt gehabt. Nö. Oder doch? We may be able to find the warehouse if we can figure out who the man in the photo is with Keith. Let's investigate. Ja, okay, doch, ja. Ja, beim letzten Mal haben wir ja herausgefunden, dass die blauen Container ja Lebensmittel lagern, gell? Und ich glaube, danach muss ich jetzt wieder mit Leuten quatschen hier, weil das habe ich beim letzten Mal nicht mehr gemacht gehabt. Guck ich mal eben. Nein, da hat nichts Neues. Einmal wieder rumlaufen, weil, wie gesagt, wenn man eine Woche her ist, dann muss man wieder gucken. Zeigst du mir bitte die Fotos? Nee, brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Eigentlich nicht, nee. Ach, übrigens noch eine Sache vorher, ja, nicht vergessen. Ich möchte mich daran gewöhnen, dass, falls ihr noch mehr Pokémon-Games sehen wollt von mir, habe ich in der Videobeschreibung Links zu meinen ganzen Pokémon, ja, Let's Plays und Co., wo ihr dann halt noch mit reinschauen wollt. Das sage ich auch extra aus dem Grund immer, für die Leute, die es vielleicht dann nervt, weil es in jeder Folge so kommt, ist einfach das. Es gibt sehr viele Leute, die meinen Kanal finden und dann immer nur auf das aktuelle Video klicken, um da zu gucken, und die wissen gar nicht, weil ich alles schon Let's Played habe, und deswegen mache ich das damit. Ich habe zwar am Ende auch immer eine Playlist laufen von all meinen Let's Plays, von den ersten Parts, die sieht man immer im Abspann, aber ich glaube, da gucken viele gar nicht drauf. Ich meine, schön, wenn man es hat, aber ja, man muss halt die Leute ein bisschen drauf trimmen, dass man, dass sowas existiert, weil von alleine suchen sie sowas nicht. Das ist so der Gedanke dabei. So, alles klar, ja, ja. Majok, nix. Okay, was soll ich jetzt machen? Warte mal, ich frage mal noch Pikachu. Hä? Ja. Kann es sein, dass man sowas öfters mal hat? Weil normalerweise habe ich immer drauf geklickt, wenn Pikachu irgendwie was von mir will oder vielleicht irgendwie was triggert mit dem anderen Pokémon. Aber dass es jetzt auch sowas hier ist, wenn ich jetzt hier neben Machoke stehe. Ach krass. Kann es sein, dass ich über das ganze Spiel verteilt immer solche Szenen übersehen habe, weil ich einfach Pikachu gar nicht angeklickt habe, sondern immer nur selber gesucht habe? Aber das hilft mir jetzt trotzdem nicht wirklich, was ich jetzt hier noch machen soll. Der will auch nichts Neues. Pelipper auch nichts. Oder muss ich vielleicht jetzt doch die Bilder mal überprüfen? Moment, ich gucke nochmal bei Ermittlungen. Frachtfreude, Transport. Blau, ja, das wissen wir jetzt, gell? Aber ich kann an den blauen Transport dann hier auch nichts machen, gell? Oder kann ich jetzt, warte mal, vielleicht kann ich ja jetzt weglaufen. Also so im Sinne von, dass ich aus dem Gebiet rauslaufen kann. Vielleicht ist ja das damit gemeint. Ich möchte natürlich nicht hier einen Part starten, wo ich einfach überhaupt nicht weiß, wo es lang geht, aber das geht nicht, okay. Oh. Aber hier weiter nach unten kann man auch nicht laufen, ne. Ich komme übrigens nicht mehr hinterher. Das ist verschwunden. Ich bin in irgendeinem Container gelandet. Ja, tschüss, Pikachu. Ich weiß es gerade nicht. Oder muss ich nochmal mit Maschok vielleicht quatschen oder so? Mit denen hier? Nee, auch nicht. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht zu wissen, dass... Ach so, vielleicht... Ich muss vielleicht jetzt... Ja, ja, doch. Ich muss... wohl doch auf die Bilder wieder achten. Foto an von der Lagerhalle vielleicht. Ah, da ist doch der blaue Container hier, oder? Aber da kann ich nicht anklicken, gell? Guide-Basis sein, ja, das habe ich ja schon gelesen gehabt. Ja, ja. Guck mal andere Fotos.
Von innen an der Lagerhalle. Obergeschoss? Ja, ja. Bin ich ein bisschen verwirrt, bin ich ganz ehrlich. Finden Sie die Lager auf dem Foto? Warte mal, ich gucke jetzt nochmal genau. Ja. Wir sollten uns auch nach dem Mann auf dem Foto umhören. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt jetzt gerade, was ich machen soll. Das ist ja er hier wieder, genau. Aber die Bilder haben mich schon angeschaut, deswegen frage ich mich gerade so ein bisschen, was überhaupt Sinn macht, was ich hier gerade mache. Was stand da eben? Vielleicht von einem Kieshandlanger. Versuchen wir mehr über ihn herauszufinden. Ja, das haben wir ja gemacht. Das haben wir ja geschafft gehabt. Also das ist ja das, was wir gleich gearbeitet haben. Okay. Ich bin gerade, ich stehe gerade wieder am Schlauch so ein bisschen. Das war das, was wir letztes Mal gemacht haben. Hier. This particular issue is solved. Ja, er transportiert Lebensmittel. Das wissen wir. Und die sind im blauen Container. Aber ich bin verwirrt. Soll ich mich in einen blauen Container schmuggeln oder was? Keine Ahnung. Ich weiß gerade echt nicht. Ich meine, ich tue ja gerne rumrätseln, aber das ist jetzt gerade so die Situation vom Weg. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mit ihm kann ich nur die Bilder angucken. Und die Bilder, die... Beim Laborarbeiter, genau. In einer Lagerhalle. Bilder mit Ampullen. Nochmal andere Fotos. Ist wieder dieselben. Also es gibt ja insgesamt nur 6 verschiedene Bilder. Ich raff's gerade nicht. Als ob mir irgendwas fehlen würde. Guck mal, Lagerhallenviertel, einzelne Bereiche wissen. Ja, das war ja, wie die verteilt sind, genau. Ich guck mal bei den Anhaltspunkten jetzt irgendwie. Keine Ahnung, blaue Container. Container in der Reimsiedlerhaber benutzt, mit Lebensmitteln beladene Container kommen aus südlicher Richtung. Ja gut, aber Süden heißt ja, dass ich jetzt von hier aus, wo ich jetzt gerade stehe, nach unten laufen müsste. Aber da ist ja nirgendwo ein Eingang nach unten, wenn man so will. Das ist ja eine Wand, die, wo ich hier gegen laufe. Lagerhalle auf dem Foto, das Lagerhallenviertel, Personen auf. Die sind halt alle abgehakt, die habe ich alle schon hier schon gequatscht gehabt. Hat die Antwort dabei. Ja, genau, hatten wir alle schon. Das ist nicht so schön. Ich meine, ich stehe zwar gerne auf dem Schlauch, aber nicht so. Ja, das war die Information mit dem, dass da Lebensmittel da drin waren. Ich raff gerade nicht. Toll, Pikachu. Go on. You can tell me how dashing oh, Mann, oh Mann. Ist, wie gesagt, es ist ganz lustig, dass man solche Sachen machen kann. Ich hätte da wirklich früher öfters mal auf was klicken können, aber ich frage mich halt, ob Pikachu jetzt noch irgendwie... Okay. Du wirst gleich weggetreten, ich sag's dir. Joke. Ja, ich habe keine Ahnung. Bei Ermittlung steht, finde die Lagerhalle auf dem Foto. Aus dem Foto. Ja, wo ist die Lager auf dem Foto? Das hier muss ich noch machen. Ach so, ja. Ja, daran lag's. Ich habe normalerweise hat man die immer in Reihenfolge gehabt, was man halt lösen muss, aber hier hatte ich 2
Sachen auf einmal. Also einmal was in der Lagerhalle, also was der halt liefert, dass es in blau ist. Und hier jetzt, wo genau jetzt die blauen Container sind. Welche Aussage führen zur gesuchten Lagerhalle? Sie enthalten Öl, sie enthalten Lebensmittel und werden aus südlicher Richtung ausgeliefert. Genau. Sie halten Maschinen. Kies war sehr vorsichtig beim Entladen der Fracht. Die Fracht des Mannes bestand aus Lebensmitteln. Die zwei. Now let's think. Which area is it that has the warehouse we see in the photo? Ach, jetzt, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich meine, gut, wir haben jetzt die Bilder unten, wo halt gezeigt wird, wo Öl und Lebensmittel und Co. drin sind. Und es kann nur A oder C sein. Aber ich habe jetzt keine Ahnung mehr, nach welchem Kriterium, ob es mehr Maschine oder mehr Öl dabei war. Ich glaube, das war C, oder, am Ende? Ich weiß es nicht mehr. Wartet mal, rote Container sind schwer, das ist egal. Stinkende Fracht vielleicht. Die Fracht, dass der blonde Mann transportiert hat, roch offenbar sehr schlecht. Von dem blauen Container geht offenbar ein sehr entfernter Such entgegen, ja. Rote Container sind schwer. Ja, rote Container sind aber Öl. Und grün sind die Maschinen. Fracht des Mannes, bei Fracht des blonden Mannes handelt es sich um, guck mal schon. Keith wurde dabei beobachtet, wie er eine Maschine von einem Schiff geladen hat. Es war ihm schwer, sehr wichtig, dass sie beim Transport nicht beschädigt wird. Vielleicht das hier, dass es halt jetzt zusammenhängt mit der Maschine, also grün. Aber dann wäre es ja dann A und nicht C, gell? Ist es jetzt geraten, ich habe keine Ahnung mehr. Okay, alles klar. The only warehouse area that stores food and is accessible from the southern path is area A. Okay. Stimmt, weil es südlich ist. Stimmt, ja, weil es südlich ist. Ja, okay. Das macht ja dann mehr Sinn. Ja, das war's. Okay, alles klar. Sorry für die Sucherei, aber. Ich merke bei dem Spiel immer mehr, dass man das sowas. Dass man es vielleicht eher als Stream anstatt als Let's Play hätte bringen sollen, damit man halt nicht immer wieder nach einer Woche erstmal wieder überlegen muss, was Sache ist, gell? Wir haben die Lagerhalle auf dem Foto gefunden, genau. Die vom Dad hinterlassenen Fotos führten uns ins Lagerhallenviertel. Endlich. Ja, das sieht aus wie das Warehouse in dem Foto. Look at all that security. Something fishy is going on. We've got to get in somehow. Oh, check that out. It's open, but how are we gonna get to it? Salador! Schon dort. Says it's doable. We can do it, Tim. Together. What? All right. Yeah. We can do this, partner. I'm the brains and you are the brawn, right? Wait. What's that sound? Tim, let's go. Oh, schleichen die Lagerhalle ein, okay. We'll use this truck as cover and sneak in. Ja, ich wollte schon wieder sagen, eigentlich nur mit Button-Mashing wieder, gell? Quick-Time-Event. Oh, da ist ein Metacross. Das Fliegende. Oder? War das Metacross? Nee, ist die Vorstufe. Yay! Action! Metang, ja. Körper aus Stahl. Oh! Das war das erste Mal, wo ich gefailt habe.
Achso, dann wird es dann einfach nur nochmal gemacht. Okay, alles klar. Ich habe halt zu voreilig gedrückt, weil ich gedacht habe, man muss halt irgendwie genau beim Landen drücken. Okay. Aber man hat gesehen, wenn man failt, dann fängt es einfach wieder von vorne an, gell? Da müsste man ja absichtlich failen, um zu gucken, was immer alles passiert, gell, eigentlich. Damit man jede Fail-Szene sieht. Stealth-Game hier. Du bist ruhig, Pikachu. Das war voll anstrengend, sich an der Schulter festzuhalten, oder was, wieder wie. Aber schön hier so, von wegen Metern kannst du mal Tim von mir runterholen, der ist so schwer. Puh, geschafft. Okay, sehen wir uns gründlich um. Pass auf, dass dich niemand bemerkt. Ich suche die Lagerhalle. Was heißt bemerken? Ist doch nicht so, als ob jetzt irgendwie großartig hier was los ist. Oder wird hier jetzt neues Gameplay eingefügt? Glaube ich fast nicht. So. Alright, keep it moving. Oder noch mehr Timing drücken. Alexander Wilde. Hey. Fabrikleiter. Anything to report? No. Nothing out of the ordinary. Good. Mr. Norman wants us to keep the security here extremely tight. Don't even let a ratata through. Yes, sir. Did you hear that? Keith Norman. So this must be... Yeah. Their base of operations. Now let's have a real good look around. Ja, Pikachu. Wir scheinen hier zum Glück allein zu sein. So können wir uns in aller Ruhe einen Überblick über das Erdgeschoss verschaffen. Aber Vorsicht, niemand darf merken, dass wir hier sind. Keine Sorge, ich werde gut aufpassen. Wer ist das? Wie ist das Erdgeschoss aufgebaut? Okay. Kann ich hier runter gucken oder so? Ah, geht sogar. Das sollte ein guter Beobachtungspunkt sein, aber pass auf, dass dich niemand sieht. Klar. Ich glaube auch nicht, dass ich wirklich jetzt entdeckt werden würde oder sowas, oder? Du hast eine Treppe, aber da würden wir den Wachen direkt in die Arme laufen. Ja, an denen können wir uns nicht vor unbemerkt vorbeischleichen. Gil! Wir sollten die Wachen aber einfach platt machen? Nein, das sollte nur unsere letzte Option sein. Nein, nicht mal unsere letzte, das steht völlig außer Frage, klar. Wir wollen unter allen Umständen unbemerkt bleiben. Die letzte Option, einfach alle wegboxen hier. Das hier scheint der einzige Zugang zu sein. Ja, hoffentlich ist es offen. Ja, und er... Nochmal. Ja, und er ist offen. Wahrscheinlich wird gerade eine Lieferung vorbereitet. Ja, sieht man ja. Metang fliegt hier gerade rum. Die Metang tragen die Kiste nach draußen. Und ich gerade wenige. Da wird doch wohl nicht er drin sein. In der Masse vor allem, gell? So. Die beiden stehen wohl Wache. Kannst du hören, was sie reden? Hey, wie sieht's aus? Alles ruhig. Gut, immer schön wachsam bleiben. Ja, der Chef hat uns aufgetragen, niemanden durchzulassen. Nicht mal ein mickriges Ratzfratz darf uns an uns vorbeikommen. Klingt, als wären sie extra vorsichtig. Das wird nicht einfach. Ja, und um die machen wir lieber einen großen Bogen. Oh, das Gespräch geht wohl noch weiter. Also wir müssen jetzt ein paar Mal mit denen dann quatschen, okay? Sonst irgendwas anderes hier? Nee, wir müssen nämlich dann hören, was sie sagen. Wir hören besser genau zu, was sie sagen. Hey, hast du eigentlich eine Ahnung, was in diesem Hinterraum vor sich geht? Haben sie dir etwa auch gesagt, dass du da auf keinen Fall reingehen darfst? Das verrate ich, dann verrate ich dir mal ein Geheimnis. Ich habe gehört, dass da drin irgendwas herangezüchtet wird. Herangezüchtet? Wie meinst du das? Mehr weiß ich leider auch nicht. Ich habe Kies und die Fabrik leider belauscht, aber viel mehr konnte ich nicht aufschnappen. Nur, dass der Typ da drin der Einzige sei, der das kann. Aber diese Sache bleibt unter uns, klar? Logo,
Ist wohl am sichersten, wenn ich mich da einfach aushalte. Kies ist also hier und der Fabrikleiter muss der Typ von vorhin sein. Sieht ganz so aus und irgendwas wird hier angezüchtet. Das bedeutet, hier wird irgendwas angebaut oder vermehrt, richtig? Zellen zum Beispiel. Das klingt doch verdächtig nach R. Genau das war auch mein Gedanke. Bestimmt handelt es sich um Mutus Zellen. Und wer auch immer sich um diese Zellen kümmert, ist in diesem Hinterraum. Oh, das Gespräch geht noch weiter. Okay, aber das Gespräch hören wir uns dann jetzt weiter im nächsten Part an, gell? Weil ich weiß nicht, was, ob da noch eine Cutscene getriggert wird. Wird vielleicht wieder passieren, gell? Dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Meister Detective Pikachu sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, genau. Und nicht vergessen, dass ich jeden Freitag und Samstag und auch mittwochs jetzt immer auf Twitch streame. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.